Hallo, ich grüße euch. Ihr wisst ja, heute ist der 27.01. Und wenn meine Information richtig ist, hat der Kaiser Geburtstag. Und ich würde gerne ein Geburtstagsgeschenk machen. Ich habe eine Idee. Der Kaiser hat ja im Wesentlichen an einer ganz bahnbrechenden Erfindung mitgewirkt. Und zwar war er maßgeblich bei der Förderung von Telefunken beteiligt. Er hat also im Prinzip das Rundfunksystem auf den Weg gebracht, was wir heute haben und was heute total entartet ist, weil wir eine GEZ haben, die die Leute ausplündert und belügt und ein Medienlügesystem erschaffen hat, was der Kaiser nicht gewollt hat. Weil der Kaiser wollte, dass alle die Wahrheit und die Neuigkeiten und die Nachrichten aus aller Welt erfahren, und zwar ohne Manipulation. Und damit das wieder so ist, habe ich heute mal angefangen und habe in diese Kiste einen Euro eingeworfen. Ihr wisst nicht, wo die Kiste steht, aber ich denke, ihr kriegt das hin, diese Kiste zu füllen. Und sobald die gefüllt ist, kaufen wir alles, was wir brauchen, um einen Sender zu machen, in dem es keine Lügen mehr gibt. Wenn die DDR, Quatsch, wenn die Bundesrepublik sich nicht an ihre Gesetze hält, an die Asylgesetzgebung, an das Grundgesetz, warum sollen wir uns dann an eine Mediendiktatur halten und uns dann nur noch weiter belügen lassen? Dann müssen wir das auch nicht. Dann fangen wir einfach an. Wir tun es einfach. Es gibt nur ein paar Regeln. Ich lese mal vor, damit ihr wisst, wie das laufen soll. Moment, ich muss euch mal das Ding auf dem neue Fenster verschieben. Dann schiebe ich das mal raus. Also, mach es ein bisschen größer. Ja, also. Das sind die Spielregeln. Da geht er mal rein bei wiki.dhnw.net und da gibt es hier irgendein Organisationsspiel. Auf der Hauptseite mal gucken. Dann habt ihr hier die Spielregeln. So. Die wichtigste Spielregel ist, es wird nicht erklärt, wie die Münze in die Kiste kommt. Das Einzige, was ich mache, wenn mir es jemand gibt, dann haue ich die dort rein. So, und wenn die Kiste voll ist, kaufen wir das Erste, was wir brauchen für den Sender. Irgendwelche technischen Gerätschaften, Mikrofone, was auch immer. Wenn jeder nur einen Euro gibt, wir sind 80 Millionen Leute hierhin, wenn jemand besser verdient, kann er mehr geben, aber es gibt eine Regel, es wird nur ein Euro-Stücke verwendet. Also nicht 5 Euro, nicht 10 Cent, sondern nur ein Euro-Stücken. Ob ihr ein oder 10 oder wie viel gibt es, egal, aber nur ein Euro-Stücken. Hat einfach den Zweck, damit ihr lernt, euch zu organisieren. Also einer von der Küste, was weiß ich, gibt eben 30 solche Münzen, der fährt sowieso nächste Woche zu eben nach Berlin, der nimmt dann das nächste mit und dann kommt es irgendwann hier an. Und dann füllen wir die Kiste und wenn die voll ist, also sagen wir mal so, dass sie nicht überquillt oder auseinanderbricht, dann kaufen wir das erste Gerät, was dafür nötig ist. Mikrofone oder Kameras, was auch immer. Und dann warten wir wieder, bis die Kiste wieder voll ist, dann wird das nächste gekauft. Und wir wollen auch den Arbeitsplatz für die Eva Herrmann schaffen. Die soll wieder in einem ordentlichen Rundfunk arbeiten, ohne Lügen. So. Ich denke mal, dass er daran Interesse hat, auch vielleicht im Kopf Möglichkeiten bilden, vielleicht auch im Honigmann Nachrichten und so weiter. Es ist eine Aufgabe für euch, euch zu organisieren. Mir ist es völlig egal, wie ihr das macht. Ich werde mich nicht drum kümmern. Die wichtigste Regel ist, ich werde keine Anleitung geben. Es ist die Aufgabe, dass ihr lernt, euch zu organisieren, weil von der Verweserwahl brauchen wir diese Fähigkeiten. Und die müsst ihr euch anlesen, aneignen, was auch immer. Mir ist es völlig egal, wie die Kiste voll wird. Und wenn die in 10 Jahren immer noch so leer dasteht, dann weiß ich, dass wir das nicht schaffen, dass wir noch 100 Jahre unter einer Merkel-Diktatur leben. Aber wenn sich im nächsten Jahr, zum nächsten Geburtstag, mir das rote Band durchschneiden können, dann weiß ich, dass wir das andere auch schaffen können, weil dann ist das viel einfacher. Vielleicht wird es auch eher. Ich habe heute am 26. angefangen. Ich zeige es mal. Hier ist die Kiste. 26.08.22 Uhr 51 und 41 Sekunden, das ist der Euro. So, das Spiel ist eröffnet. Ich habe 1 Euro gewettet, dass wir das schaffen, diese Mediendiktatur in Deutschland zu brechen. Und mir ist es völlig egal, ob Leute anderer Meinung sind oder sagen, das schafft er nie. Das ist mir egal, ich fange einfach an. Und ich glaube daran, dass Bismarck richtig gelegen hat, wenn er gesagt hat, wenn die Deutschen sich einig sind, schlagen sie den Teufel aus der Hölle. So. Und die zwei fähigsten Leute, die Deutschland hatte, war der Bismarck und der Kaiser Wilhelm II. Alle anderen waren Pfeifen in der Politik, inklusive Bundesregierung. Und wenn die zwei gesagt haben, so funktioniert das, mit dem ordentlichen Rundfunk
und dass die Deutschen sich einig sind, dann vertraue ich einfach mal drauf, dass die richtig gelegen haben. Weil das, was sie zustande gebracht haben, war alles in Ordnung. Und dann gab ja überall Bismarck-Feuer. Die haben den ja gefeiert. Weil das war ihr Mann. Und wenn er uns den Rat gegeben hat, dass wir uns einig werden sollen, um gewisse Dinge zu erreichen, und die Mediendiktatur im Prinzip von Satanisten beherrscht wird, die uns unsere Welt verdrehen, das, was wir wollen, ins Gegenteil verkehren, uns belügen, uns ausrauben, sogar noch Gerichtsvollzieher auf den Hals schicken, um dieses elende GNZ-System zu finanzieren, dann können wir das auch brechen. Weil wir sind mehr. Wir sind die 99%. Und wir lassen uns nicht von den 1% die Demokratie zusammen machen. So, das Spiel ist eröffnet. Mal sehen, wie lange wir brauchen, bis das Ding zum Laufen kommt. Sendelizenz, Luxemburg oder Spanien, egal, wir machen es einfach. Mir ist es völlig egal, ob die sagen, das schafft ihr nie oder wir nehmen euch alles weg. Wir machen einfach Gemeineigentum. Und Gemeineigentum können wir nicht fänden. Das ist ganz einfach. Lauter einzelne Euro, da steht kein Name drauf. So, und davon kaufen wir das. Ganz einfach. Ja, ne? Von mir gehört der eine Euro, der Rest ist Sachspende. Ne? Gut. So, geht los, die Spiele sind noch öffnet.